Gerrit Gulke, erstmal Glückwunsch für diesen Pokalsieg und auch, dass es im Elfmeterschießen geklappt hat. Vielen lieben Dank. Es war ja ein enges Spiel, muss man sagen, war auch nicht so erwartet worden von vielen Fans. Arminia 2-0 geführt, zwei Nackenschläge. Was geht da im Verteidiger vor, wenn man so kurz vorm Ziel eingeholt wird? Ja, es ist natürlich, oder sind natürlich zwei ekelhafte Zeitpunkte. Ich glaube, mit die bittersten, die du im Spiel erleben kannst, das ist einmal kurz vor der Halbzeit, wo du dann mit einem Scheißgefühl, sorry für den Ausdruck, in die Kabine gehst. Und der Gegner sich in dem Moment vielleicht das Moment und den psychologischen Vorteil holt für den Anfang der zweiten Hälfte. Trotzdem haben wir auch da direkt wach weiter verteidigt. Hatten da auch ehrlicherweise eine Phase, wo wir kurz echt unter Beschuss standen. Trotz alledem haben wir uns reingeschmissen, haben unsere Tugenden auf den Platz gebracht, haben alles gegeben und unser letztes Hemd da gelassen. Und dann frisst du in der 90., 93., keine Ahnung, nochmal so ein Ding. Ja, und dann ist unsere Professionalität gefragt. Ne? Dann darf dich das genau bis nach dem Abpfiff 10 Sekunden belasten und dann musst du den Kopf frei bekommen für die Verlängerung. Und ich denke, da hat man auch wieder gesehen, dass wir mental absolut auf der Höhe waren und ich finde, das Spiel auch irgendwo zurecht gewonnen haben. Fand ich auch, man hat das Spiel offen gestaltet, man hat nicht gemerkt, dass in der Verlängerung Erstligist gegen Drittligist gespielt hat. Wie schafft man das? Nach so einer Enttäuschung durch die Fans auch, die euch immer unterstützt haben? Ja, natürlich. Bei uns ist, glaube ich, das Verhältnis zu den Fans sehr, sehr hochgeschrieben. Unsere Fans sind unser 12. Mann. Und natürlich gibt das einen riesen Push, wenn man 90 Minuten in den Beinen hat und dann da nochmal 20.000 auf den Rängen hat, die einen pushen, die einen anfeuern. Und man hat es ja bei mir gesehen, ich habe, glaube ich, ab der 80. Minute Krämpfe gehabt und ohne Fans wäre ich rausgegangen. Mit Fans ist das einfach nur mal ein Adrenalinkick, wo Sachen gehen, die vielleicht normalerweise gar nicht gehen. Dann geht man zum Elfmeterpunkt. Arminia führt 1-0, muss den zweiten eigentlich machen, dann sieht es super aus. Was sind das da Gedanken? Denkt man da überhaupt? Denkt man da noch, fühlt man da das Bein, wo vorher der Krampf war? Oder was macht man da, wenn man Richtung Südtribüne geht? Wenn man Richtung Südtribüne geht, dann geht man da, glaube ich, sehr überzeugt hin. Ich denke, auch da sind wir alle professionell genug. Ich habe letztes Jahr auch ein Elfmeterschießen im DFB-Pokal erlebt, wo ich nicht angetreten bin, weil ich da einfach vom Kopf her schon so weg war, körperlich so kaputt war. Heute war es einfach, es ist die zweite Luft gekommen. Ich habe mich top gefühlt und wusste dementsprechend auch, okay, ich trete heute an, habe ein gutes Gefühl und dann geht man da überzeugt hin und schießt, tritt an. Was bedeutet das jetzt für die Mannschaft, dieser Pokalsieg? Es war ja auch nicht unverdient, wie Sie gesagt haben, man hat alles dagegen gehalten, Rückschläge weggesteckt. Es ist eine Mannschaft, die sich vorher überhaupt nicht kannte. Was bedeutet das für den Zusammenhalt, auch für die weitere Saison, oder was kann es bedeuten? Ja, natürlich, so Siege sind, glaube ich, gerade für das Teamgefüge immens wichtig. Trotz oder nichtsdestotrotz ist es so, dass unser Teamgefüge schon überragend ist. Also ich muss echt sagen, dafür, dass wir einen komplett neu zusammengewürfelten Kader haben, haben wir echt eine super Stimmung, wir haben keine Gruppenbildung, jeder kann mit jedem. Und von daher ist das auch was, wo wir mit 100%igem Glauben in das Spiel gegangen sind. Ich glaube, jeder, der heute hier war, wusste, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann ist da was möglich. Und das sind, wie gesagt, irgendwo erstmal unsere Grundtugenden, dass wir Mentalität auf den Platz bringen, dass wir alles geben, dass wir alles, was wir haben, auf den Platz lassen. Und alles andere kommt dann von alleine. Und ich denke, dass wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und jetzt heißt es vielleicht einen kurzen Abend freuen und dann aber auch schon aufs nächste Derby vorbereiten.